Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Training as Coach, Remote Workshops und Schulungen. Mein Name ist Christian Stankwitsch und ich bin Senior System Engineer und technischer Leiter für den Bereich Linux bei der SVA. Dort beschäftige ich mich mit Linux, DevOps, Infrastructure as Code und bin darüber hinaus auch als Trainer bei uns tätig. Kurz ein, zwei Sätze zur SVA. Wir sind ein Systemintegrator, ein Systemhaus in Deutschland und wir haben mittlerweile 21 Lokationen mit über 1500 Mitarbeitern und bewegen uns in allen großen Branchen, beispielsweise Automotive, Telekommunikation und so weiter. Wir kommen ursprünglich eigentlich aus dem Mainframe- und Data-Center-Infrastructure-Bereich, also so Themen wie Storage und Mainframe sind unser täglich Brot, kann man sagen, aber wir haben darüber hinaus auch andere Geschäftsbereiche für uns entdeckt, also End-User-Computing, SAP und eben auch moderne Trendthemen wie IT-Security und Agile-IT und Software-Development. Aber das noch ganz kurz am Rande, sollte keine Selbstveranstaltung werden, denn wir wollen uns heute mit einem anderen Thema auseinandersetzen. Deswegen werfen wir mal einen Blick auf die Agenda. Wir schauen uns erstmal an, warum wir das ganze Thema Training as Code überhaupt betrachtet haben und werfen dann einen kurzen Blick auf die zahlreichen Meeting-Plattformen, die es so am Markt gibt und was so die Lessons Learned für Linux-Benutzer daraus sind. Und dann schauen wir uns an, welche Werkzeuge es überhaupt für Schulungsunterlagen gibt, welche da für welchen Use Case Sinn machen, werfen dann einen Blick auf eine automatisierte Infrastruktur und wie das eben in so ein Schulungskonzept mit reinpasst. Und abschließend schauen wir uns das Thema Testing für Trainer und Teilnehmer an, bevor wir das Ganze gesamtheitlich als Pipeline betrachten. Gut, warum machen wir das überhaupt? Also prinzipiell ist es ja so, dass IT sehr kurzlebig ist. Es muss immer mehr Infrastruktur in immer kürzerer Zeit bereitgestellt werden. Und das Ganze betrifft natürlich auch das Fachwissen. Also man sagt so, prinzipiell ist die Halbwertszeit vom Fachwissen liegt bei circa 5 Jahren. Und bei IT-Fachwissen kommt man so auf knapp 1,5 Jahre, ausgenommen Trendthemen, die einfach gesetzt sind. Das heißt, neues Wissen sollte schnellstmöglich adaptiert werden. Denn so als Unternehmen hat man ja auch das Problem, Mitarbeiter sollen stets über aktuelles Wissen verfügen, aber sie sollen dennoch in irgendeiner Art und Weise profitabel bleiben. Also es ist utopisch, wenn man sagt, man hat einen halben Tag seines Arbeitstages dafür, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Ja. Und darüber hinaus ist es noch so, dass die Auswahl an Werkzeugen, die ist einfach groß, fast schon zu groß. Kommen wir kurz zum Thema Meeting-Plattformen. Prinzipiell, spätestens seit Corona, ist es essentiell, eine Meeting-Plattform zu benutzen, einfach um Termine wahrzunehmen. Denn Vorortstermine, Präsenztermine sind einfach nicht machbar. Und das ist aber auch ein guter Anlass, um so ein Schulungskonzept mal grundlegend zu überdenken. Denn beispielsweise ist es ja so, wenn man keine Präsenztermine hat, entfallen einfach Reisekosten und somit auch ein Zeitersparnis. Denn ich muss mich dann nicht 4 Stunden in den Zug setzen und muss keine teuren Tickets kaufen, das entfällt. Und auch so das Thema logistische Planung ist bedeutend leichter. Also ich muss keine Räume reservieren, ich muss kein Mittagessen irgendwo organisieren. Das macht dann ja jeder für sich so ein bisschen. Und auch die Schulungsmethoden kann man in der Hinsicht oder muss man in der Hinsicht auch anpassen. Also das Tooling, das man verwendet, um Schulungen und Workshops zu halten. Und auch so das Thema Testumgebung. Und ja, die Meeting-Plattform wird einfach benötigt, um Termine mit mehreren Teilnehmern zu planen und auch durchzuführen. Und da ist der Markt eben relativ groß. Und das ist auch relativ schwer, die zu differenzieren, denn jedes Tool hat inzwischen eigentlich deckungsgleiche Features. Also jedes Tool hat in irgendeiner Art und Weise Chat- und Webcam-Funktionen. Man kann seinen Bildschirm teilen. Das ist eigentlich überall gleich mittlerweile. Und ich denke, die meisten von euch kennen das auch. Man hat so dieses typische Meeting-Bingo. Also jeder Termin ist auf irgendeiner neuen Plattform. Und am Ende des Tages hat man dann 3, 4 verschiedene Tools, die man benutzt. Und jedes Tool macht eigentlich so ein bisschen auch das Gleiche. Das heißt, zu den üblichen Verdächtigen am Markt zählt beispielsweise Microsoft Teams, Cisco WebEx, GoToMeeting, BigBlueButton, auch sowas wie Zoom oder eben Jitsi Meet. Um das mal grafisch darzustellen, das ist so die Situation, wenn es darum geht, es soll ein Meeting abgehalten werden und stellt sich die Frage nach der Plattform. Es ist fast schon eine religiöse Frage, welches Tool da benutzt werden soll. Gut, das Ganze soll jetzt natürlich keine Werbeveranstaltung für die einzelnen Tools werden. Ich habe da persönlich auch keine Aktien drin in irgendwelchen Tools. Ich bin da relativ emotionslos, aber ich wollte trotzdem grob mal vergleichen, was die Tools einzeln ausmacht.
Deswegen haben wir hier eine kleine Tabelle, wo eben die genannten Tools grob verglichen werden in puncto Lizenz, ob man es on-premise betreiben kann, wie es kleintechnisch aussieht und ob es entsprechende Mobile Apps für iOS und Android gibt. Und was da so ein bisschen auffällt, ist, Microsoft Teams ist on-premise nicht zu betreiben. Das heißt, in dem Moment, wo ich Microsoft Teams benutze, habe ich im Prinzip ein Login auf deren Cloud. Also das kann ich ohne die Microsoft Cloud nicht betreiben. Das Ganze ist natürlich proprietär, was aber auch bei Cisco WebEx, GoToMeeting und Zoom der Fall ist. Und die meisten Tools haben mittlerweile auch einen HTML-Client, beispielsweise WebEx oder BigBlueButton oder Jitsi. Für Teams gibt es sowas auch, aber da würde ich dringend empfehlen, den nativen Client zu benutzen. Der Web-Client ist für mich persönlich war der nicht zu gebrauchen. Für Teams gibt es auch mittlerweile einen Alpha-Linux-Client, aber der lässt sich relativ gut benutzen, also von dem Alpha an der Stelle nicht abschrecken lassen. Wenn es darum geht, sowas on-premise zu betreiben, nicht jeder möchte ja unbedingt Cloud-Ressourcen benutzen, dann wären die anderen Tools im Prinzip Alternativen. Und wenn man darüber hinaus noch einen Wert legt auf Open-Source-Software, dann sollte man sich BigBlueButton und Jitsi angucken, die eben entsprechend unter der GPL oder der Apache-Lizenz lizenziert sind. Und ansonsten, die Features sind, wie gerade schon erwähnt, deckungsgleich. Also jedes dieser Tools kann Desktop oder einzelne Fenster sharen, man hat einen Präsentationsmodus, man kann irgendwo Dateien hochladen, man hat einen Chat, man kann auch die Sessions aufnehmen, sodass sie dann später mit den Teilnehmern geteilt werden können. Das ist relativ deckungsgleich. Und wenn man allerdings noch Linux benutzt, dann gibt es noch ein paar Einschränkungen. Die habe ich hier mal wie folgt zusammengefasst. Meine persönlichen Lessons learned für Remote-Schulung unter Linux. Teams ist so lange funktional, solange die Microsoft Cloud keine Probleme hat oder die Internetverbindung, die man benutzt. Das bedeutet, sobald eins der beiden Probleme hat, dann hat man natürlich Probleme, und das ist bei Teams, geht das sogar so weit, dass es den kompletten Desktop abschießt. Also ich konnte es noch nicht ganz nachvollziehen, warum konkret das eintritt, aber das Schlimmste, was mir persönlich passieren konnte die letzten Wochen und Monate, ist, dass die Internetverbindung kurz abgerissen ist und dann wusste ich, ich musste meinen Rechner neu starten. Davon abgesehen funktioniert der Alpha-Client allerdings hervorragend. Es gibt ein paar Funktionen, die fehlen. Beispielsweise gibt es jetzt ja Filter, die den Hintergrund unscharf rendern, während man präsentiert. Diese Funktion, die gibt es eben nur unter Windows. Ebenso wie die Möglichkeit, dass man den Hintergrund nicht nur unscharf stellt, sondern auch sein Lieblingshintergrundbild reinrendert. Das gibt es leider auch nur unter Windows. Ansonsten, wenn es um Cisco WebEx geht, das kann man prinzipiell via Browser benutzen. Aber da ist die User Experience ein bisschen eingeschränkt. Das bedeutet, man kann zum Beispiel Webcams nicht fixieren. Wenn man jetzt in einem großen Call ist mit 20, 30 Leuten, dann wechselt ja eigentlich immer so die Webcam zu dem, der gerade spricht. Und wenn man jetzt aber zwei, drei Leute festpinnen will, das geht nativ unter Windows, das funktioniert über den Webclient leider nicht. Mal gucken, ob hier Cisco nochmal nachliefert. Ansonsten, GoToMeeting funktioniert prinzipiell lediglich unter Chrome, beziehungsweise die freiere und datenschutzfreundlichere Variante Chromium, aber da hat man oftmals Verbindungsabbrüche nach einer Stunde. Ich konnte es auch noch nicht so genau nachvollziehen, woran das liegt. Also ich habe das auch mit mehreren verschiedenen Teilnehmern mal ausprobiert und es war immer relativ gut nachzuvollziehen, dass es nach exakt einer Stunde ist. Aber da hilft dann eben einmal die Seite neu laden und sich neu einloggen und dann kann man auch wieder weiter an dem Meeting teilnehmen. Ist vielleicht noch ein bisschen ungünstig, wenn man gerade was präsentiert. Ansonsten, und das ist eigentlich so die erste Wahl, wenn man Open Source oder FOSS nutzt, BigBlueButton und Jitsi, das funktioniert normalerweise hervorragend, solange der Server angemessen dimensioniert ist. Also da gibt es einen speziellen Jitsi DevOps Guide, den ich ja auch mal verlinkt habe. Da steht drin, wie man das am besten skaliert oder wie man es am besten aufbaut, damit es skaliert. Also Paradebeispiel ist, die VM, die man dafür betreibt, hat einen zu langsamen Uplink oder man hat halt eben im Backend zu wenig Knoten reserviert. Dann wird es eben relativ langsam. Und anfänglich war es auch problematisch, es war ja auch groß in den Medien, dass Firefox je nach Jitsi-Version ein bisschen problematisch ist. Da war es dann so, dass dann die Mikrofone nicht richtig funktioniert haben und auch andere Teilnehmer dadurch beeinträchtigt wurden. Das ist mittlerweile eigentlich behoben, aber je nachdem, welchen Anbieter man da nutzt oder welche Jitsi-Version der Anbieter nutzt, kann es dann nach wie vor noch problematisch sein und da hilft es eben, Chromium zu benutzen. Ja, und Zoom, naja, sprechen wir nicht groß drüber. Also ich habe bisher Zoom immer gemieden,
gab da ja einmal einen großen Aufschrei bezüglich des Root Access-Themas unter macOS. Kann ich jetzt persönlich wenig zu sagen, habe ich nicht benutzt. Von daher. Gut, kommen wir mal zum Thema Tooling. Und starten wir da am besten auch mal mit den Anforderungen, die wir uns gesetzt haben. Prinzipiell war uns sehr wichtig, dass wir eine Lösung haben, die einfach zu benutzen ist, um die Hürde für neue Trainer relativ gering zu halten. Also wir haben Kollegen, die können gut programmieren, wir haben aber auch Leute, die sind der Programmierung nicht so nah. Also zum Beispiel Leute, die sich mit Prozessmanagement beschäftigen. Die sind sehr gut in ihrem Fachbereich, aber die möchten nicht unbedingt irgendeinen Code schreiben müssen, um eine Präsentation zu erstellen. Also es muss ja auch einen Mehrwert für die Trainer haben. Warum sollte ich keinen PowerPoint benutzen und diese Lösung? Deswegen soll das möglichst einfach zu benutzen sein. Und daraus resultiert auch eine weitere Anforderung. Man sollte keine besonderen Tools zur Verwendung oder Erstellung benötigen. Also keine spezielle aufgeblasene Software, wo irgendwas kompiliert werden müsste oder sowas. Dann wollten wir natürlich auch Themes für Corporate Identity, um eben unseren Font und Firmenlogo einbauen zu können. Und das Ganze sollte auch nach Möglichkeit, also der Content, der generiert wird, im Klartext definiert sein und keine proprietären Formate benutzen. Denn wenn man da noch ein Versionskontrollsystem wie beispielsweise GitLab benutzt, dann ist Git nicht unbedingt dafür prädestiniert, binäre Dateien in großem Format bereitzustellen. Beziehungsweise man kann das zwar tun, aber wenn man sich dann Commits anschaut, dann sieht man eben nicht die Differenz, sondern irgendeinen Blob, und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Dann war uns auch wichtig, dass das Ganze eben auch offline ohne Server benutzbar sein soll. Es soll also möglichst einfach mit einem Doppelklick auf verschiedenen Geräten benutzt werden können, ohne dass man irgendeinen Server oder eine VM starten soll. Und wichtig war natürlich auch eine Präsentationsansicht mit einem Timer, sodass man immer so ein bisschen die Zeit auch im Blick behalten kann. Und da wir auch sehr viel technische Schulungen und Workshops generieren, ist es natürlich auch wichtig, dass man Quellcode grafisch ansprechend darstellen kann, also eine Art Syntax-Highlighting für verschiedene Sprachen, Python, Ruby, whatever. Das war wichtig, ebenso wie ein PDF-Export, dass man dann eben einfach im Anschluss mit den Teilnehmern oder den Kunden sharen kann. Das waren so die Anforderungen, und die erste Möglichkeit, die wir betrachtet haben und auch eine Zeit lang benutzt haben, war als klassische Präsentationsprogramme zu benutzen. Denn da gibt es eben einfach schon vordefinierte Vorlagen. Ja, also man kennt das ja auch aus anderen Unternehmen, denke ich mal, dass es einfach eine Corporate Word-Vorlage gibt oder eine für PowerPoint oder andere Tools. Und da war am Anfang der Plan, eben einfach die zu benutzen und PowerPoint oder LibreOffice Impress zu benutzen, oder eben, was ja auch eine gute Alternative ist, FreeOffice und SoftmakerOffice. Denn das ist ja häufig so, dass eben die Vorlagen, die man für die Microsoft-Produkte bekommt, dass die unter LibreOffice nicht so funktionieren, oder sie funktionieren zwar, aber wenn man dann was reinschreibt und wieder mit einem anderen Kollegen teilt, der eben die Microsoft-Tools benutzt, dass man sich dann gegenseitig die Dokumente so ein bisschen zerschießt. Da ist meine persönliche Erfahrung, dass das mit FreeOffice bzw. dem kommerziellen SoftmakerOffice nicht so auftritt. Also da ist so subjektiv gefühlt die Kompatibilität mit den Microsoft-Standards, sofern man das Standards nennen kann, ein bisschen höher. Das hatten wir uns eben angeschaut. Das hatte den Vorteil, dass man das eben einfach umsetzen kann. Man kennt ja die üblichen Office-Programme. Man benutzt sie ja auch auf regelmäßiger Basis. Also der Workflow ist bekannt. Man hat da natürlich auch eine Präsentatoransicht. Aber da ist natürlich das Problem, dass so eine Änderung im Git eben intransparent ist, weil eben das im Prinzip doch Binärdateien sind. Ja, es ist eben nicht direkt mit einem Notepad ersichtlich, was sich da jetzt geändert hat aufgrund des Format-Overheads. Und was ich persönlich gemerkt habe, also meine ersten beiden Schulungen mit 400-500 Folien habe ich tatsächlich mit Microsoft PowerPoint gesetzt. Und PowerPoint hat echt massive Probleme, wenn man mehr als 200 Folien hat und da auch hochauflösende Fotos oder Screenshots drin hat. Also ich habe hier einen relativ starken Laptop mit 16 GB RAM und mit 8 CPUs, aber trotzdem lief der Lüfter auf maximale Leistung und es hat 2 Minuten gedauert, bis die Präsentation auch gestartet wurde. Kann natürlich auch sein, dass es ein Bug in der Software ist, aber da habe ich schon gemerkt, das ist jetzt nicht unbedingt das beste Tooling dafür. Gehört also eher in die Kategorie, das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt kacke. Und kleiner Funfact an der Stelle, diese ganzen Microsoft Office-Formate, also PPTX für PowerPoint, XLSX für Excel und so weiter, das sind eigentlich nur
ZIPs mit XML-Dateien drin. Also rein von der Definition her müsste es keine Binärdatei sein, aber man hat sich eben da für ZIP noch entschieden. Aber davon abgesehen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich groß mit XML arbeiten wollen würde. Aber das nur am Rande. Die nächste Option wäre es gewesen, sich das Thema Text als Systeme anzugucken. Also es gibt da ja mit TeX und LaTeX sehr mächtige und vielseitige Frameworks. Und viele haben das ja auch schon vielleicht im Studium benutzt, um ihre Arbeit da zu setzen. Und da gibt es auch sehr viele Präsentationsvorlagen, die man sich online anschauen kann. Die sehen auch alle echt gut aus, muss man sagen. Also es ist funktional und es sieht auch schick aus. Der Nachteil daran ist allerdings auch, man benötigt dafür eine vollständige TeX-Umgebung. Und da muss man schon mal 4, 5 GB Software installieren. Speicherplatz ist zwar jetzt kein großes Thema heutzutage, aber prinzipiell ist das auch wieder die Anforderung, die wir ja hatten, dass man keine spezielle Software dafür benötigt. Und davon abgesehen, wenn man dann so eine Präsentation erstellt mit TeX oder LaTeX, dann ist es prinzipiell so, man hat ein PDF, aber man braucht im Prinzip einen speziellen Viewer für diese Präsentatoransicht, weil ein normaler PDF-Reader hat natürlich, zeigt das PDF an und man hat Symbolleisten und kann da Text reinschreiben, markieren, was auch immer, aber das ist jetzt nicht unbedingt für eine Präsentation oder für einen Workshop geeignet. Und darüber hinaus muss man auch ganz ehrlich sagen, die Lernkurve, die ist relativ steil. Das heißt, für einen Einsteiger ist das nicht unbedingt geeignet. Habe ich auch mal zwei Tools verlinkt, PDF-PC und Beamer Presenter sind zwei solcher Viewer, die man dafür braucht. Und also das Thema TeX und LaTeX zählt eher so in die Kategorie, wie mache ich mein Leben spannender. Das ist meine persönliche Meinung. Um hier mal so ein Beispiel zu zeigen, wie so eine Präsentation in TeX aussieht, das wäre dann eben folgender Code, der zu schreiben ist. Wenn man natürlich in der Programmierung fundiert unterwegs ist, ist das jetzt kein Problem. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man ist Projektleiter und man beschäftigt sich mit irgendwelchen Projektthemen und ist da Experte in seinem Thema und programmiert nicht so, dann ist das halt schon eine Hürde. Also gerade hier mit den ganzen Backslashes und den geschweiften Klammern, da ist schon ein gewisses Potenzial für Fehler, wenn man da einfach was vergisst. Und Troubleshooting ist da auch nicht unbedingt immer so, wenn man sich damit nicht auskennt, trivial. Hier mal ein Screenshot von so einem Presenter, wie der aussehen würde. Man hat links eben das aktuelle Slide, rechts hat man das kommende Slide, hat da auch Notizen, die man noch einblenden kann und hat unten eben die Möglichkeiten, die Uhrzeit zu sehen, Anzahl der Slides. Also so wie man es eben von beispielsweise LibreOffice Impress und PowerPoint kennt. Ein weiteres Tool, was in den letzten Jahren durchaus gefragt war oder ist das Tool Prezi. Und das ist ein plattformunabhängiges Präsentationsprogramm, das eben HTML5-Technik nutzt. Das muss man sich so vorstellen, dass die Inhalte im Prinzip auf so einem großen virtuellen Blatt Papier sind und mit Effekten wird dann eben rein und rausgezoomt und Animationen werden generiert. Das sieht also ganz schick aus, aber das Problem dabei ist, dass man eben von der Cloud des Anbieters abhängig ist. Das bedeutet, wenn das eben gerade nicht zur Verfügung steht, dann hat man wieder ein Problem. Und man kann das prinzipiell auch offline abspielen, also da gibt es einen speziellen Client, den man dann eben herunterlädt und dann kann man das auch offline abspielen, muss man eben dran denken. Was aber auch so ein bisschen problematisch ist, ist die Tatsache, dass es eben ein proprietäres Dateiformat ist und das jetzt in andere gängigere Formate zu konvertieren, erscheint relativ schwierig. Und prinzipiell die ganzen Animationen sind meiner Meinung nach nur bedingt für Schulungen nutzbar. Also es ist ganz schick, wenn man mal kurz irgendwie ein Thema präsentieren will, aber wenn man jetzt 3 Tage lang sich auf ein Fachthema spezifizieren will, dann glaube ich, ist das vielleicht nicht die beste Wahl. Um das aber mal zu zeigen, wie sowas aussieht, ist hier so eine Beispielpräsentation. Da sieht man halt eben diese Zoom-Out, Zoom-Ins, wo dann eben zu irgendwelchen Grafiken passende Facts eingeblendet werden. Also es sieht schon ganz schick aus, aber für eine Schulung vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl an der Stelle. Ansonsten gibt es mega viele Web-Frameworks, also die Anzahl der gängigen Frameworks, die steigt quasi täglich. Was aber prinzipiell relativ bekannt und gefragt ist, ist einmal Reveal.js bzw. der Ableger Hackerslides. Dann gibt es noch Dinge wie Flowtime, Deck.js, DZ-Slides und worauf wir auch gestoßen sind, ist das Tool Puppet Labs Show-Off und Remark. Aber ich bin mir sicher, wenn wir uns in einem halben Jahr noch mehr über das Thema unterhalten würden, würde es da wieder
mindestens 5 neue Frameworks geben. Beginnen wir mal mit Reveal.js. Also Reveal.js ist ein Open-Source-HTML-Framework für Präsentationen und es hat eben ein ansprechendes Design, hat auch nette Animationen, hat eben diese Präsentatoransicht, von der ich gesprochen habe. Und da gibt es auch zahlreiche Themes und Plugins, um den Funktionsumfang eben einfach anzupassen. Und der Content wird aber prinzipiell in HTML geschrieben. Es gibt zwar auch Markdown-Support, aber das funktioniert nicht im Offline-Modus. Also um diesen Markdown-Support zu benutzen, braucht man halt eine VM oder einen Container mit NPM drauf. Ja. Und das ist halt auch wieder problematisch. Für einen Techniker ist das sicherlich kein Problem. Aber wie gesagt, für jemanden, der einfach aus einem anderen Kontext kommt und dem Thema nicht so nah ist, ist es wieder eine Hürde. Und auch die Tatsache, dass man eben HTML-Code schreiben muss, das ist auch wieder ein Thema, wo Vorkenntnisse gefordert sind und das ist deswegen auch nicht für jedermann unbedingt geeignet. Dann gibt es noch den Ableger-Hacker-Slides. Das ist eigentlich ganz cool, weil da ist noch ein Editor mit drin. Dann hat man links quasi den Editor, schreibt seinen Content und sieht rechts direkt, wie es aussieht. Aber das scheint technisch veraltet. Also das dazugehörige GitHub-Repository wurde seit mehreren Jahren nicht mehr angefasst. Deswegen würde ich sagen, ist das verwaist. Um das aber trotzdem mal darzustellen, wie das aussieht. Hier so ein Beispiel von so einer Reveal.js. Präsentation. Man hat eben verschiedene Slides, kann nach links und nach rechts scrollen, kann aber auch nach unten bzw. nach oben, sieht man hier, als Vertical Slide in verschiedene Ebenen noch mit rein. Und ja, es sieht halt ganz, ganz schick aus. Es funktioniert auch auf dem Handy und auf dem Tablet. Ist also auch ganz, ganz schick. Aber das Thema HTML war für uns an der Stelle eher suboptimal für das, was wir damit vorhatten. Ja, und Puppet Labs Show Off ist ein bisschen mehr als ein Präsentationstool. Das ist im Prinzip ein vollumfängliches Trainingstool. Und sehen wir auch gleich noch, habe ich noch einen Screenshot mit drin. Was da eben schön ist, dass die Inhalte nativ in Markdown definiert werden. Das heißt, es ist auch für Nichtprogrammierer durchaus ein überschaubarer Lernaufwand. Aber was uns halt sehr daran gefallen hat, es hat eben noch zahlreiche Zusatzfunktionen. Also man hat eine Agenda für die Schulung, wo die Teilnehmer sich durchklicken können. Man kann Dateien ablegen per Drag and Drop, wenn man mal eben eine Musterlösung mit den Teilnehmern sharen will beispielsweise. Man kann Notizen und Handouts direkt per Knopf zugänglich machen. Am Ende von einem Kapitel kann man einen Quiz machen, wo jeder eben dann einfach mitmacht und seine Antwort anklickt und sieht, ob er die Lektion verstanden hat. Dann gibt es aber auch direkt einen Slide-Bug-Tracker. Das heißt, wenn ich als Teilnehmer auf irgendeiner Folie einen Fehler finde, kann ich den markieren und anklicken. Und dann wird auch direkt ein Ticket quasi für den Trainer erstellt. Was dann natürlich auch gut ist, weil dann kann man die Schulungsunterlagen relativ einfach wieder verbessern. Also mir geht es zumindest so, wenn ich Schulungen halte, dann mache ich mir ja parallel immer Notizen, was jetzt mir gerade an Fehlern aufgefallen ist oder den Teilnehmern. Aber manchmal geht das so ein bisschen unter, weil man muss ja eigentlich auch gerade eine Schulung halten. Und ansonsten gibt es auch noch einen Teilnehmer-Chat. Das heißt, da ist man jetzt nicht auf den Chat des Meeting-Tools angewiesen. Man kann das nativ auch direkt in der Schulung machen. Das große Problem mit Show-Off ist, dass die Entwicklung da anscheinend stockt. Also das ist ein Puppet Labs-Projekt. Da gibt es auch ein GitHub-Repository dazu. Aber da gibt es halt sehr viele unbehandelte Bugs und es sieht so aus, als würde es nur einen Maintainer geben. Und das ist halt schade, weil das Tool hat wirklich Potenzial. Es bräuchte halt einfach nur ein, zwei Leute, die sich mit dem Thema mal auseinandersetzen und sich eben den ganzen Bugs annehmen. Dann wäre das bestimmt eine runde Sache. Um das mal grafisch zu zeigen, so sieht das Ganze aus. Ja, man hat hier oben so eine Menüleiste, wo eben Downloads zur Verfügung stehen, wo man auch hier direkt Bugs melden kann oder sich auch die Slides ausdrucken kann, wenn man möchte. Links sieht man so ein bisschen, wo man sich gerade befindet und welche Kapitel gerade anstehen, welche Lektionen als nächstes kommen, kann links unten auch Fragen stellen, die dann auch die anderen Teilnehmer sehen. Unten gibt es dann nochmal eine kurze Beschreibung und man kann hier auch direkt sich ein Handout anzeigen lassen. Also echt eine schicke Sache, aber leider, wie gesagt, scheint das Ganze so, als würde es nicht mehr aktiv gepflegt werden. Ja, und zuletzt haben wir uns das Tool Remark angeguckt. Das ist halt yet another JavaScript-Framework, das eben HTML-Präsentationen anzeigen kann, aber das diesmal auf Markdown-Basis. Das heißt, es ist relativ simpel aufgebaut, man kann es auch einfach anpassen, es gibt Plugins dafür und man hat hier auch wieder eine Präsentatoransicht mit Timer, hat die Möglichkeit, Quellcode hervorzuheben, je nach Sprache. Und
Man kann damit auch ganz einfach PDFs erstellen. Und zwar gibt es da ein Tool, Decktape, das ist so ein NPM-Tool. Und da kann man eben sämtliche HTML-Präsentationen, also auch zum Beispiel Reveal.js und so weiter, kann man an dieses Tool übergeben und dann purzelt dann am Ende halt ein PDF raus, das man dann mit den Teilnehmern oder mit dem Kunden sharen kann. Und was da eben auch noch ganz gut ist, dass es eben nativ mit Markdown arbeitet. Das heißt, ich muss mich nicht groß einarbeiten, wie ich da Content generiere, weil Markdown ist ja relativ übersichtlich. Das bekomme ich auch als Nicht-Programmierer hin, wenn ich mir mal so ein Cheat-Sheet angucke, wo die gängigen Formatregeln drinstehen, dann kommt man da schon ganz gut mit zurecht. Um da mal so ein Beispiel zu bringen, so die erste Folie dieser Präsentation, die wir gerade sehen, die sieht wie folgt aus. Man hat hier einfach mit der einfachen Raute eine Überschrift erster Ebene, zwei Rauten sind dem entsprechend eine Überschrift zweiter Ebene, drei für die dritte und so weiter. Und die drei Minus bedeuten immer, dass hier eine neue Folie kommt. Und Bilder kann man eben hier auch mit Ausrufezeichen, Klammer, Image, Beschreibung, Komma, Prozentzahl, also Größe des Bildes und Angabe des Pfads. Also es ist relativ Markdown-nativ. Ja. Ja, und einfache Listen werden eben auch einfach mit vorangestellten Minus und Contents dann eben aufgelistet. 1 Punkt wäre dann eine nummerierte Liste, 2 Punkt zweiter Eintrag der nummerierten Liste und so weiter. Also wenn man sich da mal so Quellcode anschaut, auch wenn man gar keine Ahnung von Programmierung hat, behaupte ich doch, das ist ein bisschen verständlicher als jetzt beispielsweise HTML-Code oder eben so ein LaTeX-Code-Schnipsel. Deswegen fiel da die Wahl auf Remark. Kommen wir zum nächsten Thema, automatisierte Infrastruktur. Bei einer Schulung ist es ja so, die besteht in der Regel aus einer Testumgebung. Also zumindest machen wir das häufig so, da es ja um technische Themen geht, haben wir gemerkt, so reine Theorie ist jetzt nicht so sinnvoll. Es macht mehr Sinn, wenn die Teilnehmer das, was sie gerade lernen, auch direkt umsetzen können. Deswegen Testumgebung. Ja. Die besteht in aller Regel aus verschiedenen VMs, aus IP-Adressen, Netzwerken, einem vorinstallierten Betriebssystem, also Linux oder was auch immer, und vorkonfigurierten Applikationen, die man eben darstellt. Und die Teilnehmer wollen natürlich am Tag der Schulung sofort loslegen. Das ist deren Anforderung. Aber sie wollen auf der anderen Seite auch später noch Experimente machen wollen. Also sie wollen sich dann nicht das nochmal manuell aufbauen, was man in der Schulung eben hatte, sondern das soll auf Knopfdruck on demand quasi funktionieren. Und da ist es so Testumgebungen kosten einfach Geld, das ist ein Fakt. Ja? Und die Definition von Verfügbarkeit, die ist oftmals nicht eindeutig. Also beispielsweise ist es oftmals so, dass man so eine interne Schulung auf der eigenen Infrastruktur in einem Labor hat beispielsweise. Und aber wenn man sowas extern beim Kunden betreibt, weil ein Kunde einen Workshop gebucht hat, ist es oftmals vielleicht nicht so die beste Idee, Kunden auf die interne Infrastruktur zu lassen. Ja? Weil dann brauchen sie einen VPN-Zugang und so weiter. Dann hat man oftmals auch, muss man sich bestätigen lassen, dass sie jetzt in unserem Netz sind und so weiter. Deswegen ist es auch oftmals so, dass der Kunde selbst seine eigene Infrastruktur dafür benutzen möchte, was ja auch legitim ist. Und selbst wenn man das Ganze intern betreibt, weil es ein interner Kurs ist, ist es ja auch so, dass mittelfristig Schulungsumgebungen für Teilnehmer aufrechtzuerhalten, ist auch wieder unpraktikabel und teuer. Ja, also wenn man jetzt jeden Monat eine Schulung hält mit 10 Teilnehmern und man müsste dann für jeden Teilnehmer jeweils eine VM aufrechterhalten, dann hat man bis Ende des Jahres relativ viel VMs, die im Prinzip nichts tun. Deswegen war da so ein bisschen die Frage, wo soll man das Ganze eigentlich hosten? Die Lösung ist da, dass man einfach einerseits Vagrant nimmt und andererseits irgendeine Cloud, das kann Azure sein, GCE, was auch immer, plus Terraform. Ja? Und das zeigt man auch gleich nochmal, was das konkret bedeutet. Also das Tool oder die Technik, die wir uns da bedienen, ist Infrastructure as Code. Und die Überlegung dabei ist eben, dass die Schulungsumgebung vollautomatisiert erstellt wird. Und die tatsächliche Plattform, die soll dabei irrelevant sein. Also das kann eine lokale Testumgebung sein, ein Labor, das man hat, das kann irgendein Cloud-Anbieter sein, kann aber auch das Notebook des Teilnehmers sein. Also auch die Option soll es eben geben. Wenn jetzt ein Teilnehmer eben einfach nach einem halben Jahr selbst nochmal damit rumspielen will, dann soll er die Option haben, auf seinem Notebook selbst auch diese Umgebung betreiben zu können.
Und da ist es so, wir definieren im Prinzip nur den Sollzustand der benötigten Ressourcen, also wie sieht die VM aus, was für ein Netzwerk hat die, was für ein Betriebssystem ist installiert, welche Programme. Und Ansible kümmert sich dann darum, das Ganze zu implementieren. Also wir haben uns hier für Ansible entschieden an der Stelle. Und Vagrant ist im Prinzip ein Tool von HashiCorp. Und das ermöglicht es eben einfach auf Knopfdruck so eine virtuelle Umgebung mit allem, was dazugehört, zu erstellen. Also die VMs mit Netzwerken, mit den Anwendungen sollen einfach mit einem Befehl hochgezogen werden können. Und das Tool ist in Ruby geschrieben, da gibt es auch viele Plugins für. Und Vagrant benutzt im Prinzip Vorlagen, die es auf der Vagrant Cloud gibt. Also es ist so eine Art App Store für VM-Templates. Da gibt es eben für CentOS, für Debian, für was auch immer fertige Vorlagen. Da haben auch die meisten Open-Source-Projekte selbst ihre Accounts. Das heißt, man kriegt dann auch die offizielle Debian-Box oder die offizielle CentOS-Box. Und der Hintergrund dieses Tools ist es eben, dass man so eine reproduzierbare Test- und Entwicklungsumgebung hat. Also dieses Typische, was der Entwickler gerne mal sagt, ja, bei mir auf dem Laptop hat es funktioniert, das entfällt damit. Weil wenn man das konsequent nutzt und immer Vagrant eben für sowas nutzt, dann ist es egal, ob ich das auf einem Laptop hochziehe, ob ich das auf einem fetten Server hochziehe oder auf irgendeinem Ultrabook. Das ist egal. Es ist immer reproduzierbar, weil ich ja Infrastructure as Code dafür benutze. Ja, und das Tool ist im Prinzip relativ einfach zu handhaben. Es gibt ein einfaches Kommando, Vagrant up, ja, das tippe ich ein und dann wird aus so einer Konfiguration, aus so einem sogenannten Vagrant-File, wo eben drin steht, was zu konfigurieren ist, wird dann alles hochgezogen. Das ist dann nur eine Frage der Zeit, ein paar Minuten dauert es dann, bis das hochgezogen wird. Und das bietet sich eben für Schulungen an der Stelle auf jeden Fall an. Und Vagrant unterstützt im Prinzip mehrere Hypervisor, also VirtualBox ist fest mit eingebaut. Man kann aber auch VMware-Produkte benutzen, da gibt es ein Plugin für, das allerdings aufpreispflichtig ist. Es kann Hyper-V, Xen, KVM, ich glaube sogar FreeBSD, Beehive ist mit drin. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und ansonsten kann es Ansible, Chef, Puppet, Salt und ja, wir haben uns jetzt eben hier für Ansible entschieden. Hier ist mal so ein Beispiel. Hier wird einerseits eine CentOS 8 VM referenziert. Das passiert hier mit Ansible VM Box Name und dann hier der Name der Box. Und dann kann man hier auch einfach ein weiteres privates Netzwerk definieren. Hier zum Beispiel gibt es ein zweites Netzwerkbeinchen mit der 192.168.0.10. Und anschließend wird hier unten einfach ein Ansible Playbook referenziert und das wird dann beim Hochziehen der VM ausgeführt. Als Gegenstück oder ergänzend dazu versteht sich HashiCorp Terraform, also ein Tool des gleichen Herstellers. Und während jetzt Vagrant eher für Entwickler gedacht ist, weil es ja zum Beispiel primär diese Desktop-Hypervisor fokussiert, gibt es mit Terraform ein Tool, das sich eher für die komplexe, produktive Infrastruktur sieht. Das heißt, das unterstützt eben verschiedene On-Premise-Hypervisor, aber auch Cloud. Und das macht dann Sinn, wenn man eben mehrere unterschiedliche Plattformen betreibt. Zum Beispiel, man hat mehrere lokale Hypervisor, vielleicht irgendwo ein VMware, irgendwo ein KVM, aber man benutzt beispielsweise auch Azure und AWS. Dann kann man mit einem Tool die Deployments quasi orchestrieren. Und ähnliches Prinzip, man definiert seinen Sollzustand eben in einer Art Blueprint, das ist eben hier halt in JSON oder in einer eigenen Metasprache HCL definiert und integriert sich eben auch in viele verschiedene Produkte und Hypervisor und Anbieter. Und auch das integriert sich dann wieder in Configuration Management, also beispielsweise Ansible funktioniert auch an der Stelle. Ja, das Prinzip von Terraform ist so dry, don't repeat yourself. Und wenn man das eben konsequent umsetzt, dann ist es auf einmal fast schon egal, welchen Cloud-Provider man hat, weil man den Code eben einfach umschreiben kann, dass es auch für einen anderen Provider funktioniert. Ja, und derzeit gibt es ca. 100 Erweiterungen. Hier ein ganz kleiner Überblick mal, also da ist wirklich alles dabei von den gängigen Clouds wie AWS, GCE, auch Dinge wie Hetzner. Man hat Docker mit drin, Kubernetes und so weiter, kann auch Cisco-Netzwerke mit reinnehmen. Einzelne Datenbanken, Monitoring-Systeme und die Community, die schreibt auch selbst viele Plugins dafür. Also da findet man eigentlich für jeden was. Und bei Terraform ist es eben so eine Konfiguration, die beinhaltet einfach aufeinander aufbauende Ressourcen. Also zum Beispiel, wenn ich eine VM will, dann brauche ich in aller Regel irgendwo eine Compute-Instanz, ich brauche Netzwerk, ich brauche Storage. Das wird eben einfach in der Konfiguration aufeinander aufbauend definiert. Und dadurch, dass man Variablen benutzen kann in diesen Konfigurationsblöcken, ist das Ganze auch relativ modular gehalten.
Und Terraform pflegt selbst immer so eine kleine Datenbank über den Ist- und Soll-Zustand. Also es arbeitet quasi auch idempotent, wie man es ja von Ansible kennt. Das heißt, ich habe 10 VMs deployed, ich will noch eine 11. mit dazu haben. Dann ändere ich einfach einen Counter in der Variable, führe Terraform nochmal neu aus und dann stellt Terraform fest, aha, 10 habe ich schon, eine brauche ich noch und provisioniert dann auch entsprechend nur die noch benötigte neue VM. Und so ein typischer Workflow ist, man hat so eine Terraform-Konfiguration, validiert diese Konfiguration, dann initialisiert man im Prinzip die Umgebung. Das bedeutet, man kann dann passend zum Cloud-Provider noch Plugins runterladen. Wenn ich beispielsweise auf Azure was deployen will, brauche ich ein Azure-Plugin. Das lädt sich Terraform komplett selbstständig runter. Und mit Plan kann man quasi dann so simulieren, was würde denn jetzt passieren, was benötige ich noch. Und mit Apply würde ich dann beispielsweise VMs bereitstellen. Und mit Destroy könnte ich es dann auch wieder löschen. Ja, und das ist, was wir in der Kombination nutzen. Also dadurch, dass wir Ansible losgelöst haben, ist es egal, ob wir das jetzt in einer Cloud oder in einer Laborumgebung provisionieren, da Terraform eben nach dem Erstellen der VMs auch einfach nur das Ansible Playbook oder die Ansible Rolle startet und der Teilnehmer, der eben einfach auf seinem Laptop mit Vagrant später mal die Umgebung nachbauen will, der kann halt eben auch einfach nur mit Hilfe von Vagrant das Playbook ausführen und das hat exakt den gleichen Effekt. Also da sind wir unabhängig und müssen nicht mehrere Codes für mehrere Lösungen bereitstellen. Gut, kommen wir zum Thema Testing für Trainer und Teilnehmer. Da ist es so, so eine Schulung besteht bei uns auch aus Aufgaben, um die Interaktivität zu fördern. Also so meine geheime Formel ist es 4 bis 5 Theoriefolien, dann halt irgendein Katzenbild oder irgendein Meme und eine Aufgabe. Ja, weil dann schlafen die Leute A nicht ein und B müssen sie halt das Gelernte sofort umsetzen. Also es ist keine typische Beschallung wie in der Uni oder in der Schule. Man muss wirklich selbst aktiv tätig werden. Und deswegen wollen wir auch, dass die Teilnehmer selbstständig überprüfen können, ob sie das jetzt richtig gemacht haben. Und darüber hinaus ist es auch so, wenn man so eine Schulungsumgebung in der Cloud bereitstellt, dann muss man unbedingt testen, ob das auch funktioniert hat. Denn es gibt oftmals Wartungsarbeiten beim Anbieter oder es gibt eine neue API-Version mit neuen Features und dann schleichen sich natürlich auch Fehler ein. Ja? Weil man beispielsweise den Terraform-Plugin hätte updaten müssen, aber hat es nicht getan. Also auch da ist Testing notwendig. Und was für die Zukunft so ein bisschen geplant ist, wenn so ein Trainer neue Inhalte und Musterlösungen zu so einer Schulung hinzufügt, ja, so nämlich auch für jedes Kapitel und für jede Aufgabe eine Musterlösung geben, wenn ein Trainer jetzt einfach mal hängt an der Stelle, dass er einfach die Musterlösung ausführen kann und weitermachen kann. Und da ist es so, da schleicht sich natürlich auch gerne mal so ein Syntaxfehler ein. Und blöd ist es natürlich, wenn man das dann erst beim Halten der Schulung feststellt oder die Teilnehmer einen darauf hinweisen müssen. Ja, das gilt es zu vermeiden. Das heißt, da wollen wir auch ein proaktives Testing in der Zukunft drin haben. Ja, und dafür gibt es mehrere Frameworks. Also für das Deployment haben wir gesehen von Gruntwork TerraTest. Das haben wir jetzt noch nicht erprobt, deswegen steht es hier als Work in Progress drin. Ansonsten für das Betriebssystem und die Anwendung, die ja vorkonfiguriert wird per Ansible, gibt es natürlich die Möglichkeit, so ein Ansible Assert zu benutzen oder das Python Testing Framework TestInfra. Und für die Musterlösung oder die Aufgaben, die der Teilnehmer dann eben ausführen kann, gäbe es mit GOSS und Commander auch 2 Testing-Tools, die man da nehmen kann. Wie gesagt, fürs Deployment haben wir jetzt noch nichts, aber für das Betriebssystem und die Anwendung haben wir Folgendes vorgesehen. Da gibt es das Python-Tool TestInfra und da definiert man sein Akzeptanzkriterium nativ in Python-Code. Also hier ist so ein Beispiel aus einer Schulung, wo einfach überprüft wird, ob die Pakete Vim, Bind, Ipple und Ansible installiert sind auf einer CentOS-Maschine. Und das ist relativ selbstlesend. Also wir haben hier halt so ein Array, wo eben hier die einzelnen Pakete aufgelistet sind. Und hier unten haben wir eine einfache Vorschleife, die eben pro Paket in der Variable Packages eben sagt, dieses Paket muss auf dem Host installiert sein und mit Assert Packages installed wird eben definiert, dass die Erwartungshaltung ist, dass dem auch so ist. Und wenn man das nach dem Deployment einfach mal auf den VMs ausführt, dann sieht man relativ schnell, wo eben jetzt was fehlgeschlagen ist und wo man nochmal nacharbeiten muss. Und Commander ist ein Tool, das in Go geschrieben ist. Das ist völlig unabhängig von der verwendeten Skript- oder Programmiersprache. Und da definiert man die Tests eben in YAML. Und das kann man sowohl auf dem Localhost ausführen, als auch über SSH oder in irgendwelchen Docker-Containern. Und auch da ist so ein Unit-Test relativ schnell zu schreiben und zu verstehen.
Und das nehmen wir eben auch für die einzelnen Aufgaben in den Kapiteln, dass die Teilnehmer selbstständig eben verstehen können, ob sie die Aufgabe richtig gemacht haben. Hier einmal ein Beispiel. Hier ist das, ist die YAML-Definition. Ja, also Lab 1 heißt der Test. Und wenn man eben Lab 1 checkt, dann wird hier beispielsweise das Kommando git-status eingetippt. Ja. Und wenn da eben jetzt drin steht, in der Ausgabe ist up to date, dann ist eben das Git-Repo in einem sauberen Zustand und das gilt jetzt als, du hast die Aufgabe richtig gemacht. Ja. Plus hier wird noch der Exit-Code überprüft, dass der auch null ist. Ja, und um das einfach zu testen, reicht es, wenn man eingibt Commander Test und dann Name der Datei. Und dann sieht man hier, der Unit-Test läuft durch und man sieht hier auch schön mit so einem ASCII-Häkchen, dass eben die Aufgabe erfolgreich ausgeführt wurde. Und wenn mehrere Bedingungen, mehrere Tests drin sind, dann würde man hier auch sehen, wie viele fehlgeschlagen sind. Da haben wir uns auch einfach einen Wrapper geschrieben, dass die Leute nicht Commander, Test, Name der Datei eintragen müssen, sondern die schreiben einfach Check und dann Nummer der Aufgabe. Ist eine kleine Bash-Funktion, die dann sich die passende Datei raussucht und fertig. Also so kann ich auch als Teilnehmer ganz einfach überprüfen, ob ich die Aufgabe richtig gemacht habe. Gut, jetzt haben wir das ganze Testing, aber es ist auch so, dass Linting auch eine wichtige Rolle spielt. Also ein Linter ist ein Tool, das eine statische Code-Analyse macht. Ja, also Lint, Englisch für Fussel, das soll den Code entfusseln. Und das Tool überprüft eben den Code auf Syntax- und Designfehler. Beispielsweise habe ich irgendwo ein altes Format oder eine Funktion benutzt, die es vielleicht in der nächsten Version gar nicht mehr gibt. Oder habe ich schlechten Programmierstil irgendwo angewandt. Oder habe ich auch irgendwo fehlerhafte Aufrufe, die so nicht funktionieren. Also es geht über den Syntax-Check definitiv hinaus. Und hier kleiner Fun-Fact an der Stelle. Die ersten Linter entstanden damals 1979, um die Schwächen des C-Compilers damals auszugleichen. Also ich glaube, es war damals so, dass der C-Compiler nicht in der Lage war, zu identifizieren, dass eine Variable im Code benutzt wird, die gar nicht definiert wurde. Und wenn man dann eben einfach mehrere Stunden lang was kompiliert hat, ja, damals gab es ja noch nicht unbedingt leistungsfähige CPUs wie heute, dann hat man dann nach mehreren Stunden festgestellt, dass der Code halt nicht funktioniert. Und das war sehr ärgerlich, weil man sehr viel Zeit vergeudet hat. Deswegen wurden damals Linter programmiert. Ja, und das Resultat, wenn man einen Code gelintet hat, ist, dass es eben ein optimierter und fehlerfreier Code ist. Und das ist natürlich für so eine Schulungsgeschichte auch ein spannendes Thema. Da gibt es auch mehrere Tools, die für so eine Schulung relevant sind. Ich habe hier mal ein bisschen aufgelistet. Es gibt tatsächlich einen Linter für Markdown-Code. Das ist echt interessant, wusste ich vorher nicht. Und für Ansible gibt es eben auch einen Linter, der dann eben Playbooks und Rollen lintet. Für YAML, also Ansible benutzt ja auch das YAML-Format und für die Unit-Tests haben wir ja auch dieses YAML-Format. Da gibt es einen YAML-Linter und da ich ja mit Testinfra nativen Python-Code schreibe, kann man hier auch Flag8 und PyLint nehmen. Für Terraform gibt es einen Linter und für Ruby und Vagrant gibt es mit RuboCop auch einen Ruby-Linter, weil Vagrant ja Ruby-Code nutzt. Und die Tools kann man quasi alle verwenden, um das Ganze auch wirklich schick zu machen. Da sollten wir aber erstmal so ein bisschen drüber sprechen, was ist denn so der Scope des Lintings? Also Ziel soll es sein, den Trainer auf Best Practices hinzuweisen. Also nicht jeder hat die Motivation, perfekten Code zu schreiben, ja, leider. Und deswegen muss man differenzieren, was ist ein Fehler und was ist eine Warnung. Also wenn jetzt ein Fehler auftritt, dass man wirklich einen Syntaxfehler im YAML-Code drin hat oder im Markdown, der einfach nicht funktioniert, dann ist es ein Fehler und dann muss dann so eine Pipeline auch sagen, hier mache ich nicht weiter. Aber wenn es nur so Design-Warnings sind, so du hast hier eine Variable blöd benannt, ja, aber es funktioniert trotzdem, dann soll das natürlich trotzdem weiterlaufen, weil die Einstiegshürde soll ja gering sein. Ja. Und die Mustervorlage, die wir dafür ausliefern, die ist eben fehlerfrei und die Dokumentation, die eben dieser Vorlage beiliegt, die erklärt auch so typische Einsteigerfehler. Aber prinzipiell kann man damit erstmal starten. Und was es ja auch gibt, also VS Code oder VS Codeium, haben auch Plugins für das Linting. Und das ist auch so der Editor, den wir empfehlen dafür. Und wenn man diese Plugins installiert, dann wird man ja während des Schreibens schon darauf hingewiesen, dass das gerade wenig Sinn macht, was man geschrieben hat. Um da mal so ein Beispiel zu zeigen, das ist jetzt hier ein Screenshot von der aktuellen Präsentation, die wir gerade sehen. Und da habe ich hier beispielsweise bei der Überschrift erster Ebene Meeting-Plattform habe ich das Leerzeichen vergessen. Dann sieht man hier direkt, dass eben hier zwischen der Raute und dem M
das rot markiert wird. Das sieht man auch rechts in der Scrollbar. Und hier oben sieht man auch direkt eine Fehlerbeschreibung. Also dass hier eben steht Missing Space und hier keine Leertaste zwischen Hash und dem Heading und auch mit dem Link, wo man noch mehr darüber lesen kann. Das heißt, da sehe ich schon direkt, hier habe ich jetzt was falsch gemacht und kann es dann eben verbessern. Gut, jetzt haben wir die einzelnen Teile gehört. Jetzt ist die Frage, wie kann man das als Pipeline sinnvoll verheiraten? Also wir haben angefangen, eine Pipeline zu erstellen, die eben diese drei Teilschritte kombiniert. Das heißt, die erstellt Schulungsunterlagen, die soll dann Testing machen und später auch die Infrastruktur bereitstellen. Also unser MVP war jetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal die Schulungsunterlagen in der Pipeline automatisiert bereitstellen. Das heißt, immer wenn ich meinen Code ins Git einfüge, dann soll da GitLab mir automatisch ein PDF und eine HTML draus generieren. Das ist auch erfolgt, das funktioniert, das wird benutzt. Und wir gucken uns jetzt eben gerade das Thema Testing und Infrastruktur bereitstellen an. Bei dem PDF-Export, ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, es gibt dieses Tool Decktape, das was eben einfach so eine HTML-Präsentation als PDF druckt. Und das kann halt eben Reveal.js, das kann Remark.js und so weiter. Das ist ein kleiner Service, der in JavaScript geschrieben ist, den man per NPM installieren könnte. Aber es gibt zum Glück auch ein vorgefertigtes Docker-Image. Und das kann man in so eine CI/CD-Pipeline ganz einfach integrieren. Ja. Sieht dann wie folgt aus. Also wir benutzen hier die GitLab CI. Das ließe sich aber auch so auf GitHub Actions oder Azure DevOps abwandeln, je nachdem, was man da nutzt. Wir haben hier einfach einen Job Build Presentation. Der benutzt eben hier dieses Docker-Image, das ich in der Folgenfolie verlinkt habe, und startet dann eben das Decktape.js-Tool, das in diesem Container installiert ist, und benutzt dann den Chromium, der in dem Docker-Container vorhanden ist, um einfach die Präsentation zu drucken. Ja, sind hier noch so ein paar Parameter. Die haben wir 1:1 aus der Präsentation übernommen und haben hier halt noch reingeschrieben, dass es ein Remark ist. Ja, und am Ende hat man eben Artefakte und das ist ja eben einmal purzelt so ein PDF bei raus und einmal so ein HTML und das kann man dann benutzen für die Schulung. Das heißt, um das mal bildlich darzustellen, aktuell sieht es so aus, wir haben in unserem Git Repository diese Markdown-Files, also die einzelnen Kapitel dieser Schulung oder der Präsentation oder eben auch ein Handout, also da gibt es auch eine eigene Datei, wo dann so ein Handout drin ist, wo dann die Teilnehmer nachlesen können, was die 10 wichtigsten Befehle des Tools sind, das gerade benutzt wird zum Beispiel. Und das wandert dann halt eben, wenn die Pipeline reinläuft, in einen Job, der einmal mit Build Handout so ein PDF generiert. Und aus den anderen Dingen wird ein HTML erstellt. Und wenn man das HTML hat, kommt das eben an diesen Decktape-Container. Der baut dann daraus ein PDF und das wandert dann in so ein Job-Collect-Files. Und das ist dann quasi mein Archiv, das lade ich mir als Trainer runter. Da ist dann das PDF drin, also einmal die Präsentation und einmal die Handouts für die Teilnehmer. Und ich habe das HTML, das ich aufmachen kann und dann eben teilen kann über eine Meeting-Plattform. Der Sollzustand sieht wie folgt aus. Da soll in Zukunft die Lab-Lösungen, die es ja schon gibt im Git, als Shell-Script beispielsweise, die sollen in Linter reinwandern und sollen dann auch in den Unit-Test reinwandern. Das heißt, da soll dann auch wirklich eine VM hochgezogen werden mit genau der Umgebung der Schulung und dann sollen diese Musterlösungen eben ausgeführt werden. Und nur wenn die dann auch erfolgreich ausgeführt werden können, dann gilt das als gecheckt. Ähnlich ist es mit den Markdown-Dateien, die sollen auch gelintet werden, um eben so typische Fehler zu identifizieren. Dann wird nach wie vor ein HTML generiert und eben das Handout, die Präsentation wird generiert, die Dateien werden eben auch gesammelt, wie es ja jetzt auch schon der Fall ist. Aber der nächste Punkt ist es auch, dass man auf Knopfdruck dann auf Deploy klicken kann und dann würde dann eben für 10 Teilnehmer beispielsweise würden VMs lokal in einem Labor oder in der Cloud bereitgestellt werden. Das ist so, dahin soll die Reise gehen. Ja, und unser Fazit an der Stelle ist, wir haben festgestellt, Remark eignet sich hervorragend als Präsentationswerkzeug und wenn man das eben kombiniert mit einer Meeting-Plattform und einer Testumgebung, die man automatisiert hochzieht, dann ist es halt auch echt ein gutes Werkzeug, um Schulungen abzuhalten. Und den MVP, den benutzen wir bereits aktiv, also sowohl intern als auch bei Kunden und haben da bisher sehr positives Feedback erhalten. Und weitere Ideen, die wir haben, ist so ein Bug-Tracker, ja, dass wenn man einen Fehler in der Folie findet, dass man da die Zeile markiert, die fehlerhaft ist. Und dann kann man auf den Knopf drücken und dann wird direkt im GitLab ein neues Ticket aufgemacht. Ansonsten wollen wir auch noch Layouts implementieren. Also habt jetzt gesehen, das ist immer nur so Content First, könnte man sagen, so in der Mitte irgendwie Text und Bilder.
Aber manchmal hat man ja auch so Layouts wie in PowerPoint, dass links ein Bild ist und rechts irgendwie der Content. Das wollen wir noch nachbauen. Da gibt es auch schon ein paar Vorlagen im Internet für Remark. Die müssen wir eben umbauen, dass sie auf unser Design passen. Und ansonsten, wenn man Code in Folien hat, wollen wir da auch quasi einen Linter drüber laufen lassen oder dass quasi die Pipeline erkennt, auf Folie 106 ist ein Fehler in dem Skript, das funktioniert so nicht. Das wollen wir noch mit einbauen. Ja, und ansonsten ist es so, wir haben das Schulungsbeispiel, das laden wir gerade auf GitHub hoch. Hier ist auch schon mal der Link. Das könnt ihr euch dann gerne anschauen und auch mal ausprobieren, ob das für euch passt. Oder vielleicht habt ihr auch Ideen, was man noch einbauen könnte. Da wollen wir einfach mal gucken, wie so das Feedback ist. Von daher, wenn ihr das ausprobieren wollt und testen wollt, sehr gerne. Wir freuen uns da über jedes Feedback. Ansonsten hier nochmal eine Linkliste der einzelnen Tools, die wir jetzt in dem Vortrag hatten. Und ansonsten, gibt es denn irgendwelche Fragen zu dem Thema? Ja, vielen herzlichen Dank, Christian, für den Vortrag. Wir schalten jetzt rüber zum Big Blue Button und würden dort Fragen und Antworten entsprechend beantworten vom Speaker. Ich würde dazu jetzt auch gleichzeitig die Mikrofone freischalten, wer möchte. Ansonsten gibt es einen Chat, wo man auch entsprechend seine Frage loswerden kann. Hier kommt jetzt eine Frage, ob man in so einer Testumgebung auch proprietäre Software verwenden könnte, wie beispielsweise ein CAD-Programm. Also das Schöne ist ja, dadurch, dass man ja Infrastructure as Code benutzt und man auch wählen kann, ob man eben eine Cloud-Lösung benutzt oder was im eigenen Labor, kann man da im Prinzip sich zusammenbauen, was man möchte. Also wenn ihr beispielsweise eine VM-Vorlage habt, wo ihr beispielsweise das CAD-Programm installiert habt, dann könntet ihr das ganz einfach bereitstellen. Also je nachdem, was für euch da am meisten Sinn macht. Beantwortet das deine Frage? Dann kam noch die Frage, mich würde mal interessieren, ob du mit Big Blue Button solche Schulungen auch remote durchführst. Also das haben wir auch schon gemacht und das funktioniert außerordentlich gut, muss ich sagen. Also so Jitsi und Big Blue Button funktioniert sehr gut. Ansonsten benutzen viele unserer Kunden eben auch Tools wie Webex und Teams und ja, das funktioniert eigentlich auch soweit ganz, ganz gut. Dann kam noch die Frage gerade, ob man mit dem vorgestellten Workflow auch eine Windows-VM einrichten könnte. Das sah alles sehr nach Linux aus. Also auch da, je nachdem, was für ein VM-Template du benutzt, wenn du eben statt einem Linux-Template ein Windows-Template benutzt, dann kannst du da natürlich auch Windows-Labore damit bauen. Und das Schöne ist ja, diese Background-Boxes kann man sich auch selbst bauen. Also aus Lizenzgründen kann man diese Background-Vorlagen eher nicht mit Windows benutzen. Es gibt, glaube ich, nur eine offizielle von Microsoft für Webentwicklung. Aber man kann sich so eine Box auch selbst bauen. Auch automatisiert, da wäre HashiCorp Packer ein Tool, das man sich anschauen könnte. Und dann könnte man da eben auch Windows-Programme in der VM bereitstellen und dann eben im Labor oder eben auf dem Laptop des Teilnehmers bereitstellen. Hilft dir das weiter? Das freut mich. Warten wir noch mal. Vielleicht braucht noch was, jemand länger, etwas zu tippen. Genau. Ansonsten, ihr könnt auch gerne eure Mikrofone anmachen, wenn ihr möchtet. Da ist gerade eine aufgekommen. Die Frage lautet: Genau. Könnte man damit auch Docker-Images bauen? Für die Schulungsumgebung meintest du jetzt oder wofür genau? User, ja, er meinte das Genau. genauso. Genau. Ja klar, also ob jetzt Terraform auch Container deployen kann, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, es gibt so ein Kubernetes-Add-on, das wäre dann vielleicht eine Option. Aber sich überlegen, Vagrant arbeitet primär mit VMs, aber ich bilde mir ein, es gibt da auch einen Docker-Plugin für. Also eigentlich müsste auch das funktionieren. Ich kann Hilft dir das das weiter? bestätigen, Vagrant unterstützt auch Docker. Super, klasse. Da haben wir ja schon das Feedback.
Das heißt, wenn man dann mit Background bei den Teilnehmern arbeitet, dann würde auch dann eben der Docker funktionieren. Dann kam gerade noch eine Frage, ob man bei Remark an die Grenzen mit Präsentationslänge und Bildgröße kommt. Also die Schulungen, die ich bereits erstellt habe, das sind teilweise dreitägige Schulungen mit 400, 500 Folien. Und das funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. Also diesen Effekt, den ich beschrieben hatte, wenn man jetzt beispielsweise Microsoft PowerPoint benutzt oder LibreOffice Impress, den konnte ich da jetzt noch nicht nachstellen. Also das funktionierte direkt mit dem Doppelklick, direkt offen und ließ sich auch ohne Probleme durchscrollen. Ich glaube, da gibt es noch eine Frage zu den Grenzen mit Präsentationslänge und Bildgrößen. Genau, das hatte ich eben gerade schon kurz angerissen. Bildgröße allerdings nicht. Also ich nehme halt meistens sehr hochauflösende Bilder, also so 2K, 4K Bilder und auch das funktioniert gut. Da hatten wir jetzt aber gerade am Freitag noch die Idee, wenn man sich daraus so ein PDF generiert, dann ist das ja relativ groß. Und wenn man jetzt so ein 500 Megabyte PDF irgendwie mit dem Kunden scheren will, dann könnte das problematisch sein. Da haben wir uns gedacht, vielleicht in die Pipeline noch so ein Step einzubauen, die dann zum Beispiel aus dem 4K-Screenshot dann eben nur Full HD macht. Also da könnte man auch so ein bisschen die Auflösung reduzieren und die Dateigröße damit auch transitiv. Wenn man beim PDF-Export die Anzahl der DPIs angeben kann, ist das wahrscheinlich schon mit drin. Das sollte das reduzieren, wenn der PDF-Export das kann, aber das sollte er tun können. Ist eine gute Frage. Müsste man mal in der Doku von diesem Decktape-Container gucken, aber ich bin mir sicher, da wird ja im Prinzip ein Google Chrome gestartet, der eben dann druckt ohne GUI. Da müsste man das bestimmt setzen können. Ist eine gute Idee. Nehme ich mal mit auf die Liste für die Verbesserung. Danke für den Tipp. Und selbst wenn nicht, danach das Ganze durch GhostScript durchjagen und dort rekomprimieren, sozusagen die PDF selber. Ah ja, okay. Interessanter Ansatz. So, da kam jetzt noch was. Nutzt ihr Netlify oder ähnliches, um die Folien dann auch als Preview in den MRs zu sehen oder GitLab Pages? Nutzen wir tatsächlich noch nicht. Also aktuell ist es so, dass eben dann einfach ein PDF und ein HTML rauspurzelt. Aber man könnte das natürlich auch dadurch, dass wir GitLab nutzen, wäre es natürlich ein guter Use Case, GitLab Pages dafür zu nutzen. Also haben wir aktuell nicht, aber ist eine gute Idee, die ich gerne aufnehme. Dann kam noch eine Frage, ob man auch Videos in Remark embedden kann, also so Intros beispielsweise für Übungen. Das geht, ja, weil das Ganze ja auf HTML5 basiert, kann man da alles nutzen, was der Tech-Stack so hergibt. Ich hatte zum Beispiel gestern in der anderen Präsentation, die ich auch mit Remark gesetzt habe, hatte ich zwei Videos drin und auch Wave-Dateien, die dann eben abgespielt werden. Da kann man einfach direkt den HTML-Syntax in das Dokument mit einpasten. Das funktioniert dann. Ich weiß nicht, ob es im Kalender ist hier von der Froscon bei der Präsentation von dem Timeline. Aber wenn du den Link noch mal kurz sharen könntest, hier im Chat, das finde ich gut. Sehr gerne. Also die Präsentation habe ich schon hochgeladen. Die seht ihr dann auch gleich im Vortragsprogramm, wenn ihr da eben draufklickt. Und habe jetzt aber hier auch gerade nochmal den GitHub-Link im Chat gepostet. Und dann könnt ihr da sehr gerne euch das angucken und auch Ideen einreichen oder einfach Feedback geben, wie es für euch funktioniert. Da freuen wir Die uns sehr Slides drüber. sind auch schon hochgeladen. Also sie sind auch schon verfügbar. Genau, dann könnt ihr da also auch Dinge nochmal nachlesen. Und wenn irgendwie Fragen sind, sehr, sehr gerne auch über GitHub irgendwie antexten oder über Twitter. Gar kein Thema. Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen Dank für das tolle Feedback und die tollen Fragen. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Gibt es noch eine Frage, die beantwortet werden könnte? Oder möchte. Da gerade sehr viele schon gehen, schätze ich, dass keiner mehr eine Frage hat.
Deswegen vielen herzlichen Dank, Christian, dir für deinen Vortrag und ja, weiterhin viel Spaß im Livestream. Tschüss! Tschüss, vielen Dank, ciao.